Mr. Travis. Ich hoffe, das ist ein verdammter Notfall. Sie wissen, das ist mein Ich fühle mich sehr geehrt. Gott segne Sie. So, es geht los, Mädels. Der war einmal. Man darf ja nicht jeden Tag eine Legende töten. Part 2. Todesfabrik. Sie betreten nun die Dexter Industries Forschungseinrichtung, in der die klügsten Köpfe aus Industrie und Forschung das Unmögliche möglich machen. Dexter Industries. Lassen Sie sich verzaubern. Ja, wir lassen uns nicht verzaubern, würde ich sagen. Nein. Sondern weil, weil wir spielen Hitman Absolution. Jawohl. Okay, wir sind hier in feindlichem Gebiet, wie es ausschaut. Mal kurz Instinkt einsetzen. Okay, hier scheint kein Schwein zu sein. Doch, da hinten. Ja, dort hinten. So, was ist hier denn? Eine Puppe, also so ein Test-Dummy. Sonst... Ah doch, hier ist eine Tür. Sehr gut. Schlüsselkarte. Achso, okay. One-Way-Mirror, so wie im Geheim... Wie sagt man das? So wie bei geheimen Sendungen. Ja. Für den Zugang ist eine ein Sicherheitspasswort. Okay. Ich wette, das ist, finden wir da drin. Wir könnten jetzt wahrscheinlich machen, aber das wäre überhaupt nicht Hitman-Style. Kannst du nichts umschalten da drinnen? Nö. Da liegt doch was am Tisch. Wo? Nö. Gar nichts. Da bei den Pult rechts? Nein. Okay. Schauen wir mal, was ist da. Okay, das sind nur die beiden. Können wir nicht die Annäherungsmine nehmen und scharf machen? Okay, da hinten können wir was machen. Feueralarm! Und dann dort hinten. Bitte lass nur einen nachschauen gehen. Fuck, hier muss irgendwas repariert werden. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. So, sehr schön. Verkleiden ist nie schlecht. Hier haben wir aber auch nichts, um den zu verstecken. Na gut, es wird auch vorläufig einmal reichen, wenn wir den da herschleifen. Ich wette, wir müssen dann da raus. Das schaut sonst so ausgangsmäßig aus. Die Waffe brauchen wir jetzt nicht. Ja, nimm's. Einmal in die Hand. Das haben wir doch gelernt das letzte Mal. Und wieder weglegen. Ja, ich kann erst weglegen, wenn ich eine neue Waffe habe. Okay, Moment. Lass mich hier mal kurz Folgendes machen. Ach, shit. Moment. Kann ich nicht? Nee. Ich dachte, ich kann die jetzt werfen. Oder? Da schau noch einmal hin. Auf den Schreibtisch, vielleicht geht da irgendwas. Nee, hier ist gar nichts. Ich muss da rein. Aber ich möchte niemanden umbringen. Das ist mein Ziel. Das wird nicht anders gehen. Hier ist nichts zum Schmeißen. Moment, probieren wir Folgendes. Bitte lass den jetzt nicht daherkommen. Also, nicht da, in die Richtung.
Dort hinten hat wer geballert. Geht schon, geht schon, geht schon. Ja, ja. Gut. Danke. Danke für die Mitarbeit. Hallo. Ich tue dir nichts. Können wir den befreien? Nee. Der ist uns eigentlich wurscht. Ich will gestohlenen Akten. Ja, ja, ja. Ja, ja, weil habe ich schon gesehen. Mr. Wilsons Akten erhalten Informationen über Victoria. Sie müssen um jeden Preis beschafft wahrscheinlich werden. So, Einsatzziel vollendet. In Testanlage eindringen. Ach so, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auf die andere Seite zum Computer. Oh, na. Ich hätte einmal den Aufzug probiert, der dort. Aber hier ist unser Ziel. Ach so. Ja. Da genau. Türen öffnen. Ich glaube, hier können wir jetzt erst die Tür dafür öffnen. Der Hacker Hitman. Schau doch mal seine Arme an. Der ist ja echt ein pures Muskelpaket. Moment. Also das ist der Hinter. Ich dachte schon, was sieht sich da auf dem Radar für ein kleines Pfeilchen. Können wir nicht da hin? Achso, nee, das ist irgendwo dort hinten. Was ist da hinten? Ah, okay, das war so eine Art Geheimgang. Okay. Gut. Was? Okay. Hat uns wer entdeckt? Nee. Aufzug aktivieren. Lieber mal ein bisschen Entdeckung. In den Schatten bleiben, Hitman. Das ist die Devise eines Hitman. In den Schatten bleiben. Shit, da unten sind welche. Okay. Achtung! Testversuch beginnt in Kürze. Alle Mitarbeiter möchten das Minenfeld jetzt bitte verlassen. Testsubjekte werden freigelassen in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Schweine? Was? Hä? Minentests an Tieren, wie es ausschaut. Dr. Green, das Schwein eliminieren. Was ist eigentlich mit Dr. Green und den Testschweinen? Es scheint ihm wahnsinnig Spaß zu machen. Er ist ein abgefuckter Psychopath. Okay, da können wir uns verstecken. Ja, was ist in der Kiste? Ist ja was drin? Da in den Aktenkoffer. Hallo? Hallo? Nee, da können wir uns verstecken. Hallo? Also. Da ist das Sicherheitssystem deaktivieren ist gestanden. Okay, das ist dort hinten einmal unter einer. So, was ist, wenn wir hier hochklettern? Ich glaube, auf die Minenfelder sollten wir nicht gehen. Okay, gehen wir mal dorthin. Da ist er nämlich, der geht nämlich da lang, da gehen wir dem schön aus dem Weg. Perfekt. Dann haben wir dort hinten. Ach, ich hoffe, die zwei sehen uns nicht über die Reichweite an, dass wir keine Kollegen sind. Tja, ja, was ist denn da? Aha, okay. Sehr gut. Das nennt man instinktschonend. Okay, das sind solche Typen. Die bemerken mich ja nicht, denen ist ja wurscht. Wir haben in der Dusche darüber geredet. Keine Ahnung. Jedenfalls haben sie es nur die Omega-Einrichtung genannt. Okay. Ach komm, die Omega-Einrichtung? Machst du Witze? Das klingt wie ein Schreckroman, den man am Flughafen kauft. Tja, das haben sie aber gesagt. Durch Fenster? Okay, wir können hier immerhin runter, das ist schon einmal gut. Und hoch.
Geh weiter, geh weiter. Weitergehen. Nach links. Ja, ja. Was? Ach du Scheiße, ich hoffe, die Aufnahme ist nicht abgebrochen. Nee. Nee. So, schnell. Ja, 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 ja. Nicht sehen, nicht sehen, nicht sehen. Oh, Gott sei Dank. Gut. Betreten. Gut. Was ist hier? Ich weiß nicht. Ah, okay, hier ist oben. Wo ist denn der Dr. Green? Muss da irgendwo. Ah, da unten ist der. Ja, aber du musst zuerst die Sicherheit, die Alarmanlage ausschalten. Und die ist dort unten. Wo wir schon waren. Mhm. Sehr clever von mir. Ich würde gern einen von diesen orangenen Typen schnappen, weil ich glaube, bei denen bin ich etwas safer. Kommst du später zu dem Kampf? Nee, meine Tochter hat Bandprobe. Verkleiden? Für wen bist du? Mm-mm. Mm-mm. Sanchez, Mann! Achso, ich bin eh nur ein Annäherungsdetektor. Da stimmt doch was nicht. Früher war ich Patriot-Fan. Aber nimm das alles. Er hat seine besten Tage hinter sich. Ja. Was tust du jetzt? Gehst bitte zu dem Computer dorthin? Nein, weil jetzt kommen hier alle her. Ja, warum gehst du dann nicht weg? Zielkill. Der Green ist eliminiert. Hammergeil, der hat sich irgendeine Annäherungsmine wohl gleichzeitig scharf gemacht. Sehr gut. So. Jetzt mal kurz hier umschauen. Okay, es kommt hier gerade keiner her. Dann machen wir das mal schnell. Das eigentlich vorher machen sollen. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Dekontaminierung finden, okay. Was tust du da? Du bist ja, verkleidet. Ja, ja, ja. Ich verstehe dich okay, nicht. Okay, das manchmal. Ist der Typ. Bitte jetzt nicht herschauen, nicht herschauen, nicht genau schauen. Sehr gut. 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 Da lang irgendwo. Eventuell unten lang gehen. Okay, also. Sagen wir, Dr. Green hat einen Unfall. Sagen wir. So. Schlüsselkarte, okay. So. Jetzt hier von A nach B. Der hier ist nicht allein, ach scheiße. Ich habe hier aber auch nichts zum Werfen, oder? Oh, ich misse. Mhm. Was war da bloß? Hm? Ach du Scheiße. Verkleidung verdächtig. Ich hab sie im Auge. Ja. Ich weiß. Ja, ja. Wir gehen hier einfach durch die Tür, dann sind alle Probleme gelöst. Sicherheitsfreigabe hast? Ja. Er darf jetzt in das Silo. Echt? Silo-Eingang lokalisieren. Hast du gefragt, was da unten vor sich geht? Habe ich, aber er muss... Mein Gott, sind da viele von den Typen. Sicherheit. Okay. Sind da auch Sicherheitskräfte? Wahrscheinlich, oder? Du tust nie die Socken austauschen, dann hast du die extra... Ah, Ventil drehen. Das sollte für Ablenkung sorgen. Ja, ich will aber hier nicht abgelenkt sein. Ja, du nicht, aber ja. Aber die anderen nicht abgelenkt. Es geht doch nicht um dich, es geht doch um die anderen. Ja, ist mir schon klar. Naja, warum redst du dann so? Boah, so jetzt bitte.
Was ist jetzt los? Okay, was bringt das jetzt? Es ist keiner aufmerksam geworden. Doof. Du hast die irgendwie vergangen. Was ist denn los? Das ist ja ein türkisches Dampfbad hier. Was sagst du denn? Ich muss. Ich bin Sternzeichenschütze. Oh, hast du das gesehen? Oh, das war. Ja, okay. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Scheiß Monat. Hey, können Sie mal herkommen? Oh, ich rede mit Ihnen. Hol dir den, der kommt da eh noch. Ja, ja. Ach, fuck. Hab ich da ja gesagt. Hey, Blödmann, verschwinden Sie! Ja! Hey, Sie sind wirklich stur, was? Ja, warum deckst du dich? Die haben dich schon gesehen. Ach, fuck. Die haben dich schon gesehen. Ja. Okay, das war doof. Muss ich ja zugeben. Das war sehr doof. Ja. Wenn du vor der Türe auf den wartest, ja, hättest du ihn kalt machen können. Stimmt. Und wie es hier weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal bei Hitman Absolution.